Rucksack ist hier, Handy liegt bereit. Jo, dann wollen wir mal aufrüsten. Und das werden wir auch gleich tun. Aber erstmal herzlich willkommen hier im Frankfurter Hauptbahnhof. Wir sind heute mal wieder im S-Bahn-Dienst unterwegs und fahren die S7 nach Riedstadt-Goddelau. Wir öffnen als allererstes gleich mal die Türen, dass die Fahrgäste einsteigen können. Und jetzt rüsten wir die Baureihe 425 auf und schalten als allererstes mal unser ZG1 ein, die Fahrzeugspitzenbeleuchtung und dann die Zugsicherungssysteme und verlegen den Richtungswender erstmal in die M-Position. Dann schalten wir die PZB ein, obere Zugart, Leuchtmelder 85, die SIFA und die LZB. Achtung, Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Attention, Security Advice. Do not leave your luggage unattended. Sehr schön. Natürlich auch der Sicherheitshinweis, ne, dass man sein Gepäck nicht unbeaufsichtigt lassen soll. Und neben uns fährt der Regionalzug aus, mit dem Steuerwagen führend. Aber das sieht so aus, als fährt der Kollege hier in die Abstellung. Perfekt, dann sind wir soweit auch angemeldet. Der Richtungswender wird noch in die Vorwärtsstellung verlegt. Zugsicherungssysteme sind alle eingeschalten und wir stellen jetzt noch die Zugzielanzeige passend ein. Denn die S7 nach Riedstadt-Goddelau sollte in der Zugzielanzeige vorhanden sein. Schauen wir mal, ist glaube ich ein bisschen weiter hinten anzutreffen. Riedstadt-Goddelau S7. Wunderbar. Und wir sind heute auch wieder mit einer Doppeltraktion unterwegs. Information zu ICE 721 nach München Hauptbahnhof über Würzburg und Nürnberg. Abfahrt 15.54 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür sind Bauarbeiten. Information on ICE 721 to Munich. Via Würzburg and Nürnberg. Departure 3:54 p.m. This train is today delayed by about 10 minutes. Due to construction work. Und natürlich die üblichen Verspätungen, na, aber auch dieser Hall-Effekt hier in der Halle im Frankfurter Hauptbahnhof, wenn eine Ansage gesprochen wird. Also das ist schon richtig, richtig nice. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch ein ICET. So, das heißt, wir haben Abfahrt. Dann steigen wir auch mal ein. Und natürlich wird hier auch wieder Ingo Ruff die Fahrgäste mit Informationen versorgen. Wir können ja nochmal einen kurzen Blick Richtung Bahnsteig werfen. Genau, Fahrgäste sind alle weg. Wobei, da kommen noch zwei Herrschaften. Ja, die haben jetzt Pech gehabt. Türen schließen. Wir lösen die Bremse und können abfahren. Die Ausfahrt aus Frankfurt ist hier mit 30 km/h gestattet. Und die Höchstgeschwindigkeit der Baureihe 425 sind 140 Stundenkilometer. Wir müssen natürlich Acht geben hier aufs Wechselblinken. Wobei die Höchstgeschwindigkeit jetzt eh auf 30 km/h begrenzt ist. Oh schön, der ICT hat auch Ausfahrt. So, KS1. Hauptsignal mit Vorsignalfunktion. Und hier mal schön die Skyline von Frankfurt. Ah, und der ICT. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt.
Und der ICET, der rauscht hier an uns vorbei. Und ein Intercity führend mit der Baureihe 101 fährt den Frankfurter Hauptbahnhof an. Also hier ist ja richtig viel Zugbetrieb. Und mit Zugschluss geht es dann hoch auf 60 km/h. Und hier sehen wir auch den Regionalzug, der ja aus Frankfurt auch ausgefahren ist. Oh, schön. Güterzug. Beziehungsweise ein Güterzug ist ja auch noch unterwegs. Also richtig viel Zugbetrieb. So wie es sein soll für so einen großen Hauptbahnhof bzw. Sackbahnhof. Jetzt geht es erstmal leicht bergauf, das heißt, ich schalte mal etwas mehr Leistung auf. Ohne Baureihe 420. Und der nächste Intercity. Dieser mit dem Steuerwagen führend und einer Schiebender Baureihe 101 vermute ich mal. Der hat aber mal richtig Wagenmaterial. So, Vmax 60 Stundenkilometer, alles klar. Und Frankfurt-Niederrad wird dann der nächste fahrplanmäßige Halt sein. Oh, und hier links die nächste Baureihe 24. Was denn hier los? Wahnsinn. Ein weiterer ICET. Doppeltraktion. Fährt auch den Frankfurter Hauptbahnhof an. Nächster Halt, Niederrad. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, und die Ansagen dann natürlich wieder fantastisch. So, die andere S-Bahn hier, beziehungsweise der S-Bahn-Kollege gibt schon mal Gas. Und viel Hochbeschleunigen brauchen wir hier gar nicht, denn hier vorne kommt schon der nächste Haltepunkt, beziehungsweise der nächste Halt. Einfahrsignal zeigt uns KS1, beziehungsweise HP1. Und dann können wir die Türen öffnen und die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Hier in Frankfurt-Niederrad. Ja, die DB-Baureihe 425 ist ja oder sind Triebwagen. Und die Triebwagen der Baureihe 425 und 426 des Consortium Siemens Transportation Systems, Bombardier und DBA, ja, sind leichte Elektrogliedtriebzüge für die S-Bahn und den Regionalverkehr.
So, und der Kollege hier fährt schon wieder aus, sehe. Sogar in Dreifachtraktion, also drei Zugteile, und wir dürfen auch abfahren. Wir werfen noch mal einen Blick nach draußen zwischen Bahnsteig und Eintrittsstufen, dass sich dort keiner mehr befindet, beziehungsweise dass sich da kein Fahrgast befindet und womöglich irgendwo hängen bleibt. So, und jetzt dann nach der nächsten Kurve geht es nämlich mit der Höchstgeschwindigkeit gleich wieder runter auf 60 km/h. Dort haben wir einen ganz, ganz kurzen Bremsabstand. Ja, und wer Streckenkunde hat, der Kollege, wer Streckenkunde hat, der weiß das auch. Deswegen wird hier gar nicht groß hochbeschleunigt. Aber was ist denn hier für Zugverkehr unterwegs? Wahnsinn. So muss das sein. Da kommt schon die nächste S-Bahn um die Kurve. Baureihe 425. Und hier kommt jetzt nämlich auch schon das dementsprechende Vorsignal, das uns mit einem ZS3V die Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 ankündigt, und dann kommt sofort das Hauptsignal. Darum auch das weiße Kennlicht. Natürlich einmal mit wachsam zu bestätigen. Nächster Halt, Stadion. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, dann bleiben wir hier natürlich erstmal bei den 60 Stundenkilometern. Und erreichen Stadion. Der nächste Haltepunkt. Ausfahrt ist auch schon gestellt mit KS1 bzw. HP1 und einem ZS3. Und ihr könnt auch die S7 nach Riedstadt-Gottelau mit der Baureihe 420 fahren, mit der Baureihe 425, so wie es ich hier gerade mache, beziehungsweise mit der Baureihe 430. So, Türen schließen. Und dann können wir Leistung aufschalten und uns auch gleich mal aus der restriktiven Überwachung befreien. Es geht hoch auf 80 Stundenkilometer. IC1 fährt hier Richtung Frankfurt. Also richtig viel Zugbetrieb hier an diesem Nachmittag. So, und hoch geht's auf 120. Und dann dürfen wir die 140 km/h voll ausfahren. Und wir werden auch schon in die LZB aufgenommen.
So, wir sind beim Streckenkilometer 72,2. Nächster Halt, Zeppelinheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und wir erreichen Zeppelinheim. Der Kollege hier hat schon gehalten und die Fahrgäste aufgenommen. Servus. Und dann können wir gleich die Türen freigeben und die Fahrgäste ebenfalls zusteigen lassen. Aber schon ein schöner Triebzug, die Baureihe 425. Auch hier schön die Scharfenbergkupplung Typ 10 zu sehen vorne, beziehungsweise unterhalb des DB-Logos. Und was auch erstaunlich ist, es gibt ja 5 verschiedene Serien der Baureihe 425, also die wurde richtig oft gebaut. Und auch in einem ja doch ziemlich langen Zeitraum, und zwar von 1999 bis 2008. Und hoch geht's wieder auf 140 Stundenkilometer. Die LCB zeigt uns zwar eine Höchstgeschwindigkeit von 160 an, aber baureihentechnisch und zulassungstechnisch sind 140 erlaubt. Da wir ja jetzt in der LCB unterwegs sind, haben die Signale keine Bedeutung. Sie sind also sozusagen die nächste Rückfallebene, sollte die Linienzugbeeinflussung ausfallen oder ja irgendeinen Defekt aufweisen. So kann sich dann der Lokführer wieder an den Signalen orientieren. Nächster Halt, Walldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. AP1 VR1 und wir erreichen schon Walldorf.
bei Streckenkilometer 66,2 und geben auch gleich die Türen frei. Ja, und so sieht die Baureihe 425 im Fahrgastraum aus. Eigentlich doch, ja, recht ordentlich. Man hat Platz, aber was ein bisschen ja doch auch wieder hier mangelhaft ist, ist die Gepäckablage bzw. die Gepäckablagemöglichkeiten. Ist halt immer doof, ne, wenn man da oben irgendwas hinlegen muss. Das ist gerade auch so für ältere Menschen, ne, die eben da oben nicht draufkommen oder ja, eben auch die Kraft nicht mehr haben. So. Dann haben wir auch schon wieder Abfahrt. Und DB Fernverkehr kommt uns hier entgegen. IC1. Nächster Halt, Mörfelden. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, nächster Halt Mörfelden. Und wir haben jetzt ja auch schon kurz nach 16 Uhr, jetzt beginnt also auch die Rush Hour. Die Leute fahren natürlich wieder alle von der Arbeit nach Hause. Das sind dann die S-Bahnen und ja, die Regionalzüge generell etwas voller. Somit muss man auch mit längeren Einstiegs- und Ausstiegszeiten der Fahrgäste rechnen. So, Türen sind geöffnet. Ja, wunderbar. Ja, was auch ganz interessant ist, die Baureihen 425 und 426, beziehungsweise die Triebwagen, sind nahezu baugleich mit der Baureihe 424, die im hannoverischen S-Bahn-Netz ja eingesetzt wird. Und von der äußerlich sehr ähnlichen reinen S-Bahn Baureihe 423, die es ja auch gibt, unterscheidet sie sich unter anderem in der Einstiegshöhe, der verringerten Anzahl an Türen, also 2 statt 3 pro Wagenseite, meine ich, waren das, und durch ein eingebautes WC. Und die Fahr- und Bremstechnik ist dagegen, ja, bis auf minimale Unterschiede, zum Beispiel in der Leistungselektronik, nahezu identisch mit der des Triebwagen 423. So, und
hoch geht's wieder auf 140 km/h. Wir sehen ja auch in der Mittelkonsole schön den LZB Kilometer bzw. Entfernungsbalken. Ja, die nächsten 9900 Meter sind also frei. Beziehungsweise die letzten 9900 Meter werden dann hier digital und die letzten 4000 dann eben in Shift-Form ablaufen, bis eine nächste Beeinflussung oder das LZB Ende naht. So, Groß-Gerau-Dornberg wird dann unser nächster Halt sein. AP1. Oh, Sandwich-Betrieb. Da kein Steuerwagen bei dem Intercity im Zugverband anzutreffen war, wurde eben eine zweite Baureihe 101 eingereiht, um eben dann, wie zum Beispiel in Frankfurt, in den Sackbahnhöfen schneller wenden zu können, um die Lok nicht umsetzen zu müssen. Beziehungsweise in Sackbahnhöfen geht das ja gar nicht, da musst du dann eine andere Lok erstmal wieder an den Zug ranbringen. Das kostet natürlich alles dementsprechend Zeit. Nächster Gegenzug, Osthus Doppelstockwagen der RegioDB. So, und wir erreichen gleich Groß-Gerau-Dornberg. Jetzt geht es leicht bergauf. Dann schalten wir mal ein bisschen Leistung auf. Und jetzt sehen wir das Ganze auch, ne? In 9600 Metern sind dann 60 Stundenkilometer zu fahren. Nächster Halt, Groß-Gerau, Dornberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich fahre auch nicht immer zu schnell in den Bahnhof oder in die Haltepunkte rein, denn man weiß ja nie, was auf den Bahnsteigen bzw. Bahnhöfen gerade los ist, wie voll die sind von Fahrgästen her gesehen. Lieber etwas langsamer einfahren, als da irgendeinen Unfall zu riskieren. Und da war auch schon die Zugdurchfahrt. Ja, wir sind pünktlich. So, Türen schließen. Rums. Sehr schön. Dann können wir die Leistung gleich wieder aufschalten.
Und die DB-Baureihe 425 kann natürlich das Stromsystem 15 kV 16,7 Hertz Wechselstrom. Mehr stromsystemfähig sind die Gliedertriebzüge nicht. Vor uns scheint kein Güterzug oder ähnliches unterwegs zu sein, denn wir haben freie Fahrt. Signale stehen alle auf grün. Also es wird hier kein Blockabschnitt vor uns belegt. Nächster Halt, Groß-Gerau, Dornheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir befinden uns jetzt bei Streckenkilometer 50,4. Alle 200 Meter finden wir ja an einem Oberleitungsstreckenmast eine Kilometrierungstafel vor. Oh, hier liegen noch Schienenstücke. Dort ist wohl eine kleine Baustelle mal geplant. Und die Kilometrierung ist hier absteigend, denn hier sind wir schon bei Kilometer 50,2. So, Türen sind freigegeben. Schauen wir mal, was die Fahrgäste machen. Sind alle schon weg aus dem Gefahrenbereich, Türen schließen. Und dann können wir die Leistung wieder aufschalten. Ja, der Triebzug hier, Baureihe 425, hat auch einen Erste-Klasse-Bereich. Aber die Tickets kosten natürlich auch hier wieder Aufpreis. So, Leuchtmelder G leuchtet rot auf. Das heißt, die LZB sollte jetzt dann eingreifen. Nächster Halt, Wolfskirchen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, und jetzt haben wir uns hier mal ordentlich verbremst, weil die LZB... Nee, funktioniert. Weil die LZB hier kurz blockiert hat. Ja, aber hat alles hier doch noch gut berechnet. Und da wir eine Doppeltraktion fahren,
halten wir an der zweiten Haltetafel. So, Türen sind freigegeben. Und hier kündigt uns jetzt auch schon das Vorsignal die Geschwindigkeitsreduzierung an. Haben auch schon wieder Abfahrt. Dann erreichen wir auch schon Richard Godelau. Das ging jetzt schnell, ne? Von Frankfurt hier bis Richard Godelau. Da wir nicht in der PZB gerade sind, müssen wir das Vorsignal nicht bestätigen. Aber beschleunigen dadurch nur auf 60 km/h hoch. So, der nächste ICET. Das sind eh nur noch 500 Meter. LZB-Ende einmal bestätigen, denn der gelbe Ende-Leuchtmelder leuchtet gelb auf. Das heißt, wir werden gleich aus der LZB entlassen und wieder in die PZB 90 übergeben. Genau. Nächster Halt, Riedstadt, Godelau. Bitte steigen Sie alle aus. Der Zug endet dort. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, jetzt müssen wir natürlich noch Acht geben auf den 500 Hertz Leuchtmelder bzw. Magneten. Genau, hier ist er auch schon. Heißt also VMAX 40 Stundenkilometer, eine SBB Cargo zu unserer Rechten. Und somit sind wir hier in Riedstadt Godelau angekommen. Ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen. Verabschiede mich schon mal von euch und würde mich freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut. Euer Matthias AB. Servus. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Frankfurt Hauptbahnhof. Ich wiederhole. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Frankfurt Hauptbahnhof.